Okay, es geht weiter. Ich könnte kotzen, dass Bayern uns bewundert, die Finger von dir zu lassen. Allein dich zu sehen, kann ich kaum ertragen, du Misserfolg. Warum sollte ich darauf warten, bis Tartarus beschworen ist? Mein Silverer ist alles, was ich brauche, um dich und diese jämmerliche Welt zu vernichten. Warum willst du alles zerstören? Wir wurden geschaffen, um zu zerstören. Das ist Grund genug für mich. Ja, durchgeknallter Spasti. Du hast ja nicht alle Latten im Zaun. Total durchgeknallt. Red, mit ihm kann man nicht diskutieren. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Ich habe gerade mit dem schwarzen Roboter gespielt, aber er hat nicht lange durchgehalten. Ich hoffe, mit dir kann man ein bisschen mehr Spaß haben. Ein schwarzer Roboter? Du meinst doch nicht etwa Salamander? Nicht Natsu oder so von Fairy Tail. Beluga, ich hoffe für dich, dass es ihm gut geht. Das wirst du büßen. Ach ja, dann versuch's doch, Red. Okay, los geht's. Irgendwas sagt er mit Finger, ich weiß nicht. Okay, bisher läuft alles gut. Und wieso habe ich so wenig Leben? Gibt es auch für irgendeinen Grund? Okay. Aufpass. Okay. Ich muss durch mein Leben hier rennen. Perfekt. Oh nein. Und zerstöre dich mal selbst. Ey, ich hab den Kampf gerade so knapp gewonnen. Boah, meine Fresse. Was soll war? Jetzt bin ich aber echt stinksauer. Es reicht. Ohne diese blonde alte Flöte kommt hier nicht zu Ende. Das heißt, ich muss sie einfach nur zerstören. Nein! Ey, schnell, spiel auf der Flöte. Okay, ich spiele auf ihr. Komm zu uns, Herr der Wolken. Herr der Wolken? Herr der Schildkröten? Was war das für ein Riesenwall? Ach, diese die Beschwörung der Bestie hat die Zone destabilisiert. Aber wir werden uns bald wiedersehen. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Und dann spielen wir weiter. Hihihi. Warte. Red, alles stürzt ein. Wir müssen auch sehen, dass wir hier rauskommen. Ja, du hast recht. Red, seid ihr okay? Die Wirbelzone ist zusammengebrochen. Deshalb haben wir wieder eine Verbindung. Uns geht es gut, Schokolade. Ein Glück, Beluga ist auch in Ordnung. Der Salamander hat allerdings einiges abbekommen. Tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Ich auch, wir kommen jetzt zurück und wir haben etwas ganz Besonderes dabei. Leser halt, Erde! Soll der Wal die Erde darstellen oder was? Vielleicht, mal sehen.
Man munkelt darüber nur. Okay, Fortschritt speichern. Ja, komm. Yay! Flugzeug. Sehen wir mal, was sie zu besprechen haben. Ein Schiff, das uns mit der Erde verbindet. Irgendwie scheint es lebendig zu sein. Dann macht euch mal auf den Weg zur Erde. Viel Glück. Wer braucht schon Glück, wenn man das Können hat? Bist du sicher, dass es unterhalb der Wolkenmeeres ungefährlich ist? Ich meine, so wie es da gewittert? Meinst du nicht, dass wir von den ganzen Blitzen getroffen werden? Laut meinen Schätzungen sollte es alles gut gehen, aber hundertprozentig sicher bin ich nicht. Das ist ja sehr beruhigend. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Sammelt Informationen über Tartarus und sucht möglichst auch nach Hinweisen, wie wir Bayon aufhalten können. Alles klar? Kommst du nicht mit uns? Ich bin mit Modifizierung der Powerzelle beschäftigt. Wir werden 2 Powerzellen benötigen, um mit Laris und Lemurus fertig zu werden. Außerdem muss ich den Salamander reparieren, nachdem Blanc ihn auseinandergenommen hat. Tut mir leid. Wenn wir zur Erde wollen, dann müssen wir sie nur auswählen, so wie jedes andere Ziel. Seid ihr bereit? Auf zur Erde! Soll der Wal die Erde darstellen oder habe ich gerade was andere oder verstehe ich gerade was falsch? Okay. Bibliothek. Sieht alles schön aus. Gut. Album. Uns fehlt nur ein Foto, glaube ich. Okay, wir haben alles. Wir haben all die Scheiße geschafft. Okay, nächstes Ziel. Ziel haben. Erde ist ein Wal, der grinst. Okay. Muss ich nicht verstehen. Spinon. Ich gehe erstmal nach Ziel haben. 7 Minuten nehme ich schon auf. Okay. Hat irgendwas Neues zu sagen? Möchtest du Himmelfische kosten? Ja, Delikatesse. Ja, ist schön, ist schön. Ja, der Grund sei. Ja, leck mich. Hier sind die Quest, die du annehmen kannst. Himmelfische Phantom. Himmelfische Phantom ist zurückgekehrt. Gibt es niemanden, der. Ja, okay. Kugloff. Schon wieder der Fischer Kugloff? Er übertreibt bestimmt mit seinem Himmelfisch Phantom. Bitte geh zu Kugloff, um näher rauszufahren. Er steht. Ja, ich weiß es schon. Alles dann, ja. Immer wieder diese unnötigen Erklärungen. Warte mal, ich habe da eine Idee. Kann man wieder hier was untersuchen? Okay, dann hab ich alles. Wie geht's dir? Ja. Kugloff. Hey, ich dachte mir schon, dass du derjenige sein könntest, der den Job übernimmt. Kugloff, sie alter Himmelhund. Was höre ich da für eine Geschichte? Himmelfisch-Phantom? Sie sind die seltensten Himmelfische. Sie kehren nur einmal im Jahr hierher zurück. Aber es sind flotte Bürschchen. Ihr kriegt sie nicht, weil sie zu schnell für mich sind. Also, ich krieg sie nicht. Bitte fangen Sie mir, Flieger, bitte fangen Sie mir mit deinem Roboter. Okay, dann schaffe ich bestimmt. Das heißt, ich werde es zumindest mal versuchen. Danke, kann's losgehen? Ich bin bereit. Ich bin bereit, es kann losgehen. Ich werde dir verraten, wo die Angestelle ist. Und jetzt ab mit dir. Ja, klar. Ich bin bei der Angestelle angekommen. Gut, ich werde dir jetzt verraten, wie man Himmelfischphantome fängt. Pass gut auf. Ich bin ganz so. Himmelfischphantome fliegen so schnell, dass man sie niemals durch hinterherjagen fängt. Aber sie haben die Angewohnheit, ihrem Revier Runden zu drehen. Also muss ich nur in ihrem Revier warten, bis eins in meine Nähe kommt und es dann packen? Das war's. Sie kommen nur kurz in die Nähe der Insel, also musst du deine Chancen gut nutzen. Ich werde es versuchen. Ich habe in dieser Gegend 6 von ihnen Gesichter. Los, fang sie. Leck mich. Erstmal will ich mal die ganze Gegend hier abchecken. Stimme, gibt es hier irgendwie Kristalle oder so? Hm.
keine Kristalle. Da ist eine Falle. Fliege, verschwinde. Soll ich extra suchen gehen? Ich habe irgendwie auch keine Lust dazu. Was ist denn da? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Ort? Ach so, das ist dieses Flugschiff. Warte mal, wenn es dieser Ort... Ah, ich wusste es doch. Es ist immer gut, nach den Orten nachzuschauen. Du elendes fucking Teil. Kommst du wieder her? Ja, da kommt es wieder. Den ersten habe ich. Ich habe eins. Puh, das war gar nicht so leicht. Gute Arbeit, jetzt schnappe dir noch die anderen fünf. Ja, klar, die anderen fünf. Ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Mann, ich habe noch 3 Minuten. Ja, der gerade war dafür schier, ich hab's gesehen. Leck mich, ihr verfickten Missgitter. Willst du mich verarschen? Kann man nicht diese Teile nicht zerstören oder so? Du! Oh. Komm mal, du hässliche Missgeburt. Willst du mich komplett verarschen? Inwiefern sollen die schnell sein? In meinen Augen sind die richtig langsam. Warte mal, ich habe jetzt 15, oder? Wenn ich richtig jetzt gezählt habe. Ich habe 13 gerade. Okay. Fischi, 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 fischi. Fischi, fischi, fischi. Kommt ihr zu Papa, fischi, fischi. Ah, okay. Okay, dann warte ich hier, bis mein Fisch wieder herkommt. Fischi. Hab den nächsten. Das war der zweite. Ich glaube, ich habe alle Milch in der Rühre raus. Du musst noch 4 fangen. Ja, geh zur nächsten Stelle. Fick dich. Sag immer Dank oder so. Ah, da ist die nächste Stelle. Okay. Komm zu Papa. Und wir sehen uns im nächsten Part.